Genau, und dann, als ich aber tatsächlich am Krankenhaus war, musste ich zuerst ein bisschen warten, wie das halt immer so ist. Und dann wurde ich von einer Sekretärin geholt und der habe ich dann erstmal meinen ganzen Papierkram gegeben. Also ich habe so einen Brief mit Unterlagen zugesendet gekriegt vor ein paar Monaten, glaube ich, wo halt drauf stand, was ich zu dieser Prämedikationsstunde alles mitbringen muss. Zum einen musste ich dann noch einen Fragebogen zur Krankenhaushygiene ausfüllen, einen Fragebogen, also den Narkosebogen muss ich ausfüllen. Dann muss ich noch einen OP-Bericht von meiner letzten OP mitbringen und die Einweisung ins Krankenhaus. Und dann hatte ich noch eine Überweisung für dieses Prämedikationsgespräch dabei. Das habe ich dir dann alles gegeben. Und dann haben wir noch so Standardsachen gemacht, weil ich zum ersten Mal in dieser Klinik war, weil ich mein Vorgespräch hier in München-Bogenhausen hatte. Sie hat dann halt noch nach meinem Geburtsdatum und so gefragt und an welche Ärzte quasi der OP-Bericht von jetzt der anstehenden OP dann gesendet werden soll. Da habe ich halt dann meine Hausärztin in Bayern aufgelistet und noch meinen Hausarzt in Berlin, der bis jetzt alle meine Trans-Dinge geregelt hat. Dann danach musste ich nochmal ins Wartezimmer gehen. Und dann wurde ich auch so nach ein paar Minuten von einer relativ jungen Krankenschwester mitgenommen, die auch irgendwie total chillig war, wir haben uns immer ganz nett unterhalten. Dann durfte ich halt zuerst eine Urinprobe abgeben. Dann haben wir noch ein EKG gemacht. Das EKG wird normalerweise bei jungen Menschen nicht gemacht, glaube ich. Aber ich hatte schon mal ein EKG gemacht und da ist rausgekommen, dass ich einen regelmäßigen, unregelmäßigen Herzschlag habe. Also, dass er ab und zu mal irgendwie komisch rumklopft oder dann nicht klopft und dann wieder klopft. Also nichts Gefährliches, aber deswegen, damit Sie da wissen, haben Sie noch ein EKG gemacht. Dann wurde mir halt noch Blut abgenommen für sämtliche Labordinge. Dann musste ich noch zwei Abstriche machen. Einen Abstrich aus der Nase, der echt ein bisschen eklig war. Also sie musste dann halt mit diesem Ding in der Nase so richtig weit hochgehen. Und so manche Menschen niesen. Mein Auge hat einfach nur mega getränt. Ich saß dann immer so. ja. Und dann gibt es noch einen anderen Ausstrich. Ausstrich, einen anderen Abstrich. Es wird quasi am Arsch gemacht. Und da musste sie dann auch noch rumfuchteln mit so einem Stäbchen. Ich musste mich da jetzt nicht ganz ausziehen, sondern ich musste einfach nur kurz meine Hose ein bisschen runter machen und dann hat sie da so Dinge getan. Das durften früher die PatientInnen auch selber machen, aber inzwischen nicht mehr, warum auch immer. Ich glaube, weil die PatientInnen das irgendwie nicht richtig gemacht haben, im Sinne von zu ungründlich und dann gab es irgendwie keine Ergebnisse oder so. Anyways, danach wurde ich quasi sofort ohne Wartezeit zu einem Stationsarzt der Urologie gebracht, der dann mit mir nochmal die komplette OP durchgegangen ist. Er hatte dann so ein nettes Schreiben da, wo wir die einzelnen OP-Schritte nochmal durchgegangen sind und bei jedem OP-Schritt, wenn ich den haben wollte, ja angekreuzt haben und wenn ich den nicht haben wollte, nein angekreuzt haben. Bei der Kolpektomie, weil er ja schon wusste, dass ich da noch überlege, ob ich die haben will und immer noch nicht komplett sicher bin, haben wir das einfach noch freigelassen und er meinte, ich kann mich quasi bis zum OP-Tag noch entscheiden, ob ich die jetzt haben will oder nicht. Und er meinte, wenn ich die dann haben will, dann kann ich das denen einfach per E-Mail schreiben oder kurz anrufen oder so oder es halt auch am Tag vor der OP noch sagen, dass ich die will. Dann sind wir nochmal die ganzen Risiken und so durchgegangen. Und dann durfte ich dieses wundervolle Blatt unterschreiben und ich konnte halt noch meine sämtlichen Fragen stellen, die ich noch hatte. Testosteron muss man ja normalerweise auch absetzen vor der OP, da ich Testosteron alle 2 Wochen spritze und meine letzte Spritze genau 2 Wochen vor der OP ist, muss ich die nicht absetzen, sondern soll halt einfach nicht vor der OP, so am Tag vor der OP nochmal spritzen oder so. Sehr schlecht. Genau, der Arzt war auch irgendwie sehr nett und wir sind zwar durch den Bogen so ein bisschen durchgehuscht, aber mehr aus dem Grund, weil ich dieses Gespräch ja eigentlich schon mal hatte und so. Aber ich konnte immer meine Fragen stellen, die ich hatte und deswegen war das Gespräch auch ganz nice. Dann, bevor ich aus diesem Zimmer wieder raus bin, hat er noch nachgeschaut für mich, wann denn meine OP ist.
Und anscheinend ist sie um 10.30 Uhr. Und ich bin ja eigentlich immer so ein Mensch, der nicht mitkriegt. Also, ich habe absolut kein Zeitgefühl. Das heißt, für mich gefühlsmäßig ist die OP einfach noch Jahre weit weg. Und als er dann gesagt hat, dass es um 10.30 Uhr ist, wurde mir irgendwie so ein bisschen bewusst, dass die OP jetzt tatsächlich bald kommt. Und irgendwie normalerweise dachte ich vielleicht, dass wenn mir bewusst wird, dass die OP tatsächlich bald ist, dass ich dann vielleicht so ein bisschen Panik kriege oder sonstiges, so, weil es ja doch ein großer Eingriff. Aber es hat mich irgendwie einfach nur relativ glücklich gemacht, so dass ich weiß, die OP ist bald und dann verändert sich mein Körper tatsächlich in die Richtung, in die ich gerne hätte, dass es sich verändert. Und das war irgendwie ein gutes Gefühl. Und seitdem bin ich auch irgendwie so la la la, so irgendwie sehr unterschwellig, low-key, happy und freue mich irgendwie auf das, was geschehen wird. Auch wenn ich mich immer noch nicht auf die Erholungszeit freuen werde. Aber erstmal, dass die OP dann ist. Und so. Genau. Dann danach war ich noch bei der Narkoseärztin. Dann sind wir halt wieder den Narkosebogen durchgegangen. Sie hat mich darüber aufgeklärt, wie die Narkose gemacht wird. Es wird anscheinend eine Narkose gemacht, nicht nur halt mit diesem, mit der Atemmaske, sondern es wird quasi standardmäßig intubiert. Dann hat sie mich da noch über die Risiken aufgeklärt. Und dann hat sie mich auch noch über die Risiken von Bluttransfusionen aufgeklärt, weil es anscheinend sein kann, dass man so viel Blut verliert, dass man halt eine Bluttransfusion braucht. Das ist nicht der Regelfall, aber es kann theoretisch sein. Und dann habe ich Dinge erfahren, die ich davor auch noch nicht wusste, dass quasi bei einer Bluttransfusion, dass der Körper auch die Bluttransfusion einfach quasi ablehnen kann, wie halt bei einem Transplantat, was der Körper kriegt und dann irgendwie ablehnt. Das fand ich sehr interessant. Aber das ist jetzt total unwichtig. Genau. Und das hat dann auch letztendlich nicht lang gedauert und dann bin ich quasi wieder raus. Und dann bin ich wieder heimgefahren. Alles in allem hat das, haben alle die Gespräche insgesamt vielleicht eine Stunde gedauert. Also ich bin um kurz vor 11 angekommen und um 12 oder kurz nach 12 bin ich dann wieder rausgelaufen aus dem Krankenhaus. Es hat mich tatsächlich sehr gewundert, dass es einfach so kurz war, weil irgendwie in Düsseldorf damals musste ich allein schon 1,5 Stunden auf mein Narkosegespräch warten und hier ging es einfach total ruckzuck. Ja, das Krankenhaus macht auf jeden Fall schon mal irgendwie einen guten Eindruck. Es ist alles relativ neu und so. Also ich habe noch nicht so viel von dem Krankenhaus gesehen, aber ich finde es tatsächlich ganz gut, jetzt mal im Krankenhaus gewesen zu sein, bevor ich mich dann irgendwie auf den OP-Tisch liege. Das war's von mir. Ciao.